Hey Leute, ich bin der Sven und willkommen bei Transmission Element 100 Trendy. Das ist eine kleine Modifikation für Half-Life 2, wo man so eine kleine Einzelspielerkampagne erlebt. Und das ist sogar kostenlos, also ihr könnt es euch im Steam Store runterladen. Das Einzige, was ich glaube, was ihr benötigt, ist Half-Life 2. Genau. Weil ihr braucht das für die Source Engine, auf was das aufbaut. Soweit ich weiß. Na gut, es lädt und wir legen auch gleich los. Okay. Sind im Container oder Zugwaggon, besser gesagt. Ja, mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Ach, ist schon ewig her, dass ich Half-Life 2 gespielt habe, aber. Das sieht schon krass aus, ey. Das haben die echt gut gemacht. So, wir müssen mal schauen, wo es jetzt hier lang geht. Ach schade, wir haben noch kein Brecheisen, sonst hätten wir die Kiste hier zerstören können. Ich glaube, das war früher eine Munitionskiste, soweit ich weiß. Aha, und hier haben wir, jetzt wird's zum Zoom. Den QR-Code, den kann man, dekodieren. Das mache ich gleich mal mit meinem Handy. Und zwar gibt es dann auch eine Errungenschaft, wenn man das alles dekodiert. So, mal schauen. Leider könnt ihr das jetzt nicht sehen. Aber ihr könnt auch dekodieren. Okay, der erste heißt They are here too. Also die sind auch hier. Was heißt der zweite? But so are we. Okay. Hier aber auch, sozusagen. Da hinten ist noch ein QR-Code. So, ich sag gleich, also seid mir nicht böse, wenn ich was falsch übersetze, weil im Englischen bin ich jetzt auch nicht so sehr gut gewandt. Hier sehen wir ein paar Combine. So, von hier sind wir gekommen, oder? Wir müssen schon hier lang, so wie es scheint. Ah, geil, stimmt. Man könnte das ja aufheben. Vielleicht kann ich die kaputt machen. Scheiß natürlich nicht. Ah, ich muss mal die Maussensitivität ein bisschen runterstellen. Die habe ich leider zu hoch eingestellt. So. Vielleicht können wir mit der Kiste in die Wand. Nee.
Tja, ich stelle mich halt mal wieder klassisch doof an. So, ich gucke jetzt nochmal in den Waggon rein. Ach, scheiße, hier ist eine Rohrstange, aber die können wir nicht nehmen, ey, verdammt. Verdammt. Vielleicht kommen wir hier hoch. Nee, leider nicht, ey. Fuck. Ah, hier kommen wir ja nicht durch. Nee. Augen auf. Jetzt haben wir es. Jetzt können wir auch das Schloss kaputt machen. Sehr gut. Und wir können in die Kiste reinschauen. Ah, nice, ey. Okay, der hat eine Waffe für uns. Mal gucken, was hier drin steht. Moment. Leave, join us or die. Okay, das heißt, verlasse, tritt uns bei oder stirb. Die erste Headcrab. Okay, was ist das für ein Schatten da? Oh shit, das erste Zombie. Ah, ist halt die Frage, ob wir Munition verschwenden oder nicht. Ah, ich glaube, ich kloppe ihn sofort hin. Okay. Ah, hier haben wir wieder Munition, sehr gut. Okay. Oh, die wird gefressen. Was man früher machen konnte. Die Tonne rein, dann hat es das dann gefressen, als man es versucht. So. Ich gucke erstmal kurz hier hinten. Können wir das hier aufnehmen, ne, oder? Noch ein Zombie, das hat uns bis jetzt nicht bemerkt. So, jetzt die Frage, wo wir lang müssen. Mist. Geht's auch nicht rein? Shit. Das können wir nicht bewegen.
Früher konnte man auch hier hochklettern und das Schild dann kaputt machen. Scheiße, die Bretter gehen kaputt, aber das hier nicht, ey. Hier stehen irgendwelche Formeln drauf. Drop safe weapon. Hat er hier eine Waffe fallen lassen? Verdammt, ey. Ich bin mal wieder so blind. Ah, hier ist die Magnum. Das Ding ist, hier gibt es eine Errungenschaft, wenn man an die herankommt. Aha, verdammt. Scheiße, ich werde jetzt die Munition hier nicht verschwenden. Fuck. Oh, Schenke. Ich kann dort auch nicht reingreifen. Frage ist halt, wie kommt man da rein? Verdammt. Haben wir hier irgendwo eine Kiste oder sowas? Vielleicht können wir hier auch was hochstapeln. Ja. Ich bin halt am Überlegen, ob das geht. Wenn wir jetzt hier die Tonnen hochstapeln, dass wir dann reinkommen. Ja, hier haben wir noch eine Kiste. Ich glaube, wir brauchen aber noch eine Tonne, damit das klappt. Scheiße. Okay. So. Das war doof. Ah, ich versuche die dann hochzuheben. So viel zum Thema. Scheiße, ey.
Komm schon. Vielleicht ist das hier hinten besser, ne? Protection Unit, Prosecution Code, Duty, Sword, Midnight. Ja, da kippt es nicht so um. Protection Team Alert, Evidence of Anti-Civil Activity in this community. Code, Assemble. Das ist so dumm, dass ich die Kiste kaputt gemacht habe und es fehlt wirklich eine Tonne. Ah, hier ist noch eine. Individual, you are charged with socio-endangerment level 1. Protection unit, prosecution code, attend unit, fraud. Nein! War hier nicht noch eine Tonne irgendwie? Verdammt. Da hinten war aber auch keiner, oder? War eine Scheiße. Ah. So, mal schauen. Das jetzt so klappt. Noch eine Tonne. Nein, komm schon her. Ich komme jetzt hier gar nicht in die Ecke, doch. Ne, ich häng hier, verdammt. Das gibt es doch nicht, ey. So, haben wir noch einen QR-Code, den lesen wir dann. Hey, lass mich hier hoch. Okay, da bauen wir das nochmal schnell hier kurz auf. So, hoffentlich bleibt denn die andere Tonne dort stehen. Dort. Die hätte ich übersehen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier hochbekomme. Okay. Nein, 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 nein. Protection Team Alert.
Evidence of anti-civil activity in this community. Collect, assemble, plant, contain. Scheiße. Nein, lass mich hoch. Das gibt's doch nicht, ey. Wir müssen das doch hier hinkriegen. So, die Tonne, die ist wichtig. Nice, sehr gut. Ach, geil, ey. Hat sich doch gelohnt. So. Gibt's noch was Schönes hier? So, haben wir jetzt die Errungenschaft bekommen, oder? Sieht nicht so aus, oder? Schade. Na egal, Hauptsache wir haben den Revolver. Und es hat geklappt, sehr gut, ey. Zwar haben wir jetzt hier lange rumgefummelt, aber naja. So, mal schauen, was jetzt hier steht. Ah, die App beendet es bei mir immer, warum auch immer. It cannot see in the dark. Also das heißt, es kann nicht im Dunkeln sehen. Was? Das ist jetzt halt die Frage. Okay, vielleicht das Ding. Guck, die haben auch so schön Leuchtfarbe hingemacht. So, genau, man könnte das auch immer umsetzen. Ich hätte es einfach umwerfen sollen, ey. Dark Aether. Das ist ein Vieh. Oh, scheiße, dann gucken wir erstmal bei den Vieh rein, oder? Zum Glück haben wir den Revolver. Zum Glück lädt unser Aufzug uns wieder auf, ey. Ich hatte ganz vergessen, dass das Vieh übelst stark ist. Oh ne, hier ist noch eins. Fuck. Mistvieh. So, mal gucken, was jetzt. Ah, sehr gut. Munition auch, schön. Ja, wir sind eh vollgeladen. Ach, geil, das lädt sich auf mit dem Licht. They can't see in the dark either. Also, die können nicht im Dunkeln sehen. Also, die Mod ist richtig geil gemacht, also mir macht's Spaß. Das
Ist halt selten, dass man so eine gute Mod findet. Die hat auch relativ gute Bewertungen im Steam Store. Eigentlich wollte ich auch Black Mesa Source spielen, aber da hieß es eine Zeit lang, ich überlege gerade, wo wir jetzt hier lang gehen, da hieß es eine Zeit lang, dass das Ende noch nicht fertig ist, deshalb habe ich das noch nie angefangen, weil ich das Ende ja auch spielen wollte. Black Mesa Source ist, für die, die es nicht wissen, Half-Life 1 in der Source Engine. Aber ich glaube, das kostet Geld. Müsst ihr mal schauen. Ah, wieder QR-Codes. Moment. So, mal gucken, was jetzt hier in den unteren steht. Do not go gentle into the good light. Okay. Ich kann das leider nicht ganz übersetzen. Ich weiß nicht, was gentle heißt, dummerweise. Ah ja, oben steht dasselbe. Ich guck mal schnell nach. Oh, App, geh auf. Das sanfte Licht. Was? Ne, geh nicht sanft. Geh nicht sanft in das gute Licht. Ach, scheiße, keine Ahnung. Könnt ihr mal selber nachgucken und schreibt es mir bitte in die Kommentare. Oh, was haben wir hier? Ein Generator? Scheiße, das Ding hat uns gewarnt. Fuck. Scheiße, das sind auch noch zwei. Oh nein, das war eine Falle. Sehr gut, ey, mit den Tonnen. Weg. Ich weiß nicht, ob man die auch tun. Eigentlich kann man die auch tun. Stürzen. Ach, krass. Schießt nicht mal, wenn es umstürzt. Sonst müsste man immer aufpassen. Das Ding will ja nicht umstürzen. Fuck. So, jetzt aber. Sie sind jetzt hier gefangen. Shit. Okay, hier steht ein Zeichen mit einem Pfeil nach oben. Ich mach nochmal das Licht an.
Schwesen-Station. Ein Pfeil nach oben, aber... Was das bedeutet? Shit. Geht's ja leider nicht hoch. Ach, verdammt. Scheiße, dass die Tür jetzt zugegangen ist. Scheiße, der Strom vom Generator geht dort rein, oder was ist das? Oh Gott, irgendwas müssen wir mit der Lampe... Machen. Sehr schön. Zombies können auch im Dunkeln nicht sehen. Steht da. Müssen trotzdem kurz hier reinleuchten, verdammt. Da sind sie. Wenn wir nochmal hier hinten gucken gehen. Okay. Da ist ein Zombie und wahrscheinlich noch ein Vieh. Wir sind von hier gekommen. Woher kam da jetzt das Zombie? Ist ja komisch. Ich war halt doof. Ich hab gedacht, es geht jetzt hier rechts um die Ecke. Verdammt. Richtig geil, ey. Scheiße, jetzt müssen wir... Eigentlich müssten wir den Generator ausmachen. Ja, wir müssen den Generator ausmachen, da geht nämlich das Licht aus, dann können wir hier unten die Seilwinde betätigen und kommen dann in die Tür hinein. So, aber vorher gucken wir uns nochmal die QR-Codes an. Ich hoffe, aus der Entfernung kann das mal hinterlesen. Natürlich nicht. Das heißt, wir müssen hier vorsichtig machen. Okay, dann könnte er überhaupt nicht lesen. Nicht zu lesen. Shit. Ja, ich glaube, jetzt ist dasselbe sein. Ja, doch. Wildland und the Black of Night. Das heißt Wildland. Schau mal. Bestimmt ruhig. Achso, verschleiert, genau. Verschleiert in der Dunkelheit der Nacht. Ach guck, hier ist auch ein Generator. Dann müssen wir doch nicht den anderen ausmachen. Ich
Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ah, was ist das jetzt noch hier? Ach, eine Taschenlampe, okay. So, bevor wir jetzt hier runtersteigen, sollten wir auch erstmal gucken, wie wir wieder hier hochkommen. Dort. Ich versuche mal die auszuschießen hier. Scheiße. Mein Glück, die tun uns wirklich nichts. Scheiße, er blockt mich nicht. Oh shit, ey. Glück gehabt. So wieder mehr Glück als Verstand, ey. Oh, es lädt. Wie ihr seht, hier sind die Schablonen von den QR-Codes. Alter, wer hat denn hier diese Falle aufgebaut? Okay. Wo sind wir hier gelandet? Das sieht aus wie so ein kleines, ja, wie so ein Aufenthaltszimmer. Was haben wir hier? Da steht Tomorrow we begin our assault on the Combine. Also die greifen die Mogen an. Und Michael sagte uns, oder wies uns an, dass wir ein EP zurücklassen sollten. Was könnte uns ein Leben kosten? Ha. Ah, hier steht's. Hier steht, wo sie die. Also der eine hat angewiesen, die Codes da zu lassen. Der. Ich kann das jetzt bloß sinngemäß übersetzen, tut mir leid. Die haben halt gehofft, dass es noch jemand findet und der Typ, der das machen soll, hat nicht so recht daran geglaubt, hat es aber trotzdem gemacht und natürlich unter Gefahr ihres Lebens. Und siehe da, hier sind wir ja. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt hier hoch in den Lüftungsschacht. Fernseher kaputt gemacht. Hier sehen wir noch eine Schablone. So, na gut, dann klettern wir hier hoch. Wieder die Frage, wo lang? Bestimmt rechts dann, ja. Schön durch den Lüftungsschacht. Ich weiß nicht, ob wir. Nee, von hier sind wir gekommen, oder? Genau. So, noch ein Versuch. Rechts. Ich habe Angst, dass das Ding zusammenbricht. Scheiße, ich habe es noch gesagt. Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Thank you.
Okay, das sieht man in den Screenshots, diese Forschungseinrichtung oder was das hier ist. Im Untergrund. Okay, ich würde sagen, ich habe jetzt leider nicht auf die Zeit geguckt, wie lange wir jetzt hier schon gespielt haben. Aber vielen Dank fürs Zusehen. In der nächsten Episode gucken wir uns hier um. Bis dahin, macht's gut!